Witzige Stelle hier. Boah, nicht zu früh dann trinken, das heißt. Wir rennen erstmal da runter, weil ich glaube, da kommen noch ein Gegner. Das hier ist halt so eine Time-Trial-Sache. Da lohnt es sich, die Gegner vorher abzuballern, weil die sonst nerven. Genau, das war hier irgendwie so total komisch. Im Raum mit dem Rad sollte noch ein Schlüssel kommen. Der Raum mit dem Rad. Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Gerade, was du meinst. Die Tasse hast du auch? Cool. 150? So, also. Ja, die Stelle nervt, wenn man mit der Steuerung halt noch nicht so vertraut ist. Ich schätze, dass ich es beim ersten Mal schaffe. Ach, der mit den Uzis, der Raum. Muss ich beide drücken? Den rechten Knopf, dann zur hintersten Tür. So viel zu, ich schaffe es beim ersten Mal. Ich war aber auch gerade abgelenkt tatsächlich. Ich spiele gerade total schlecht. Ach, den Bohrer. Den Bohrer. Ja, genau. Das ist jetzt. Oh, der Bohrer ist jetzt oben und da kann man noch drauf rumlaufen. Das habe ich auch noch so in Erinnerung. Tatsächlich. Aber danke für den Hinweis. Vielleicht wäre ich ja nicht zurückgekommen. Vielleicht ist das ja irgendwas Optionales. So, hintere Tür, scheiße. Fast. Du spielst gerade wie früher. Entschuldigung, Leute. Passiert nicht mehr. Also kurz Konzentration. Und ich stelle mir dabei die Sonic-Musik vor. So, wir haben länger nicht mehr gespeichert, ne? Keine Ahnung, was das geöffnet hat. Das Fantreffen noch ein Thema? Klar. Wir werden, wie gesagt, wirklich eins mal machen. Und natürlich auch auf der nächsten Gamescom werden wir sein. Kann mir kurz jemand antworten? Soll ich in die Mitte? Ich gehe einfach rein und guck. Was ist denn das jetzt für ein pussyhaftes Gehabe? So, in die mittlere Tür. Wir täschen sie. Das Safe ist offen, interessanterweise. Und das ist die Luke, die wir geöffnet haben. Und das ist nur ein Ausweg, der Rückweg praktisch. Und da oben ist jetzt was. Die Gamescom ist in Köln, genau. Und das Fantreffen wäre mit hoher Wahrscheinlichkeit in Bielefeld.
Kazuya Mata kann ja schreiben, was ich gesagt habe. Ich kann mir nicht vorstellen, soll ich mich hier fallen lassen, wirklich? Guck mal, ob ich irgendwo eine Abzweigung hatte. Ach, ich habe den Knopf gedrückt. Ne? Okay, ich muss. Sieht halt aus nach der Höhe für Force Damage. Wir haben noch nichts weiteres geplant. Wir wissen also nicht, wann das Fan-Treffen wäre und in was für einem Rahmen genau. Wir wissen aber auf jeden Fall, dass wir werden dann ein großes Video machen und das groß ankündigen und wäre cool, dann auch vorher zu wissen, wie viele Leute es werden, damit man halt planen kann, was man dann so mit den Leuten macht. Wollen uns, glaube ich, ungern einfach irgendwie in einer Fußgängerzone treffen. Nee, Petruschka, wie gesagt, die mittlere Tür habe ich schon, oder? Es müsste links kommen. Sage ich jetzt mal einfach auf die Gefahr hin. Weil... Na, ist es das, was ich meine? Ich glaube nämlich... Wir haben halt dieses Gitter zugemacht. Und deshalb können wir jetzt hier entlang klettern. Das konnten wir früher nicht. So, das scheiß Kristall. Okay, die Sache ist so. Könnte dem vielleicht ausweichen. Kurz mal gucken, was ist da? Da ist nichts. Berlin ist uns halt zu weit weg. Wir wollen natürlich bei unserem Fan-Treffen, dass... Bin ich schon nach Hause fahren, weil kein Zug mehr fährt. Aktueller Stand war 10. Ich speichere. Es war leider unnötig. Okay, aber es geht. Die Feloschka schreibt, kommst nicht vorbei. So, also, wir haben es tatsächlich geschafft. Dafür leider jetzt unnötig gespeichert, nur ich wollte sicher gehen, falls ich was Dämliches gemacht habe. Nee, Eod, wenn wäre es leider nicht okay gewesen, weil dann hätte ich... dann wäre aber auch die Challenge hier nicht möglich gewesen, weil es gibt ja Force Damage vor dem Force Heal. Aber es ist ja alles gut gewesen. Gut geworden. Ich habe gespeichert. Lade einfach. Nee, Osmose, wenn ich halt lade, muss ich praktisch das ganze Level bis dahin neu machen. Da habe ich jetzt auch nicht so die Lust drauf. Aber falls ich speichere, hat mir das jetzt, erspart mir das Zeit. Das ist ja auch gut. Solomons Schlüssel. Wir brauchen sogar zwei. Solomon war doch der, der das Kind zerteilt hat, oder? Das war Salomon. Oder war Saruman? So, ich weiß, was ich da gerade gesagt habe. Okay, jetzt geht's zum Labyrinth, wo die Donation-Eskalation geschah. Diese Erinnerung flackert instant wieder in meinem Kopf herum und ich kann immer noch nicht begreifen, was da passiert ist. Es ist einfach vielen Dank. Es wirkt ein bisschen erbärmlich, dass ich nicht mehr zu sagen habe als Danke, aber es ist wirklich so.
So, zurück zum Thema. Ah, davor zum Bohrer, weil sonst kommen wir, glaube ich, nicht zurück. Guter Einwand, Petruschkalein. Auch diese Sichtweise, obwohl wir eigentlich zu danken haben, das ist so lieb einfach nur. Das ist einfach nur wow. Nee, also irgendwie, ich. Wie kam ich denn zu dem Bohrer? Ach so, doch, da kommen wir hin. Ja. Muss nur den normalen Rückweg finden. Ja, zum Glück gibt's beim Türen-Labyrinth kein Secret. Wir kamen irgendwie von so unten. Da kamen wir her. Ja, ich hab's wieder. Und von hier aus zum Bohrer. Klar, das ist ja trivial. Bin mal weg, bis morgen. Ciao, Techno-Freak. Wie gesagt, ich verspreche euch jetzt auch nicht, dass wir Altwitch noch schaffen heute. Es wäre aber mega cool. Ich werde es versuchen. So, hier sei jetzt das dritte Secret. Und auch so ein Schlüssel, vielleicht der zweite Salomon-Key. Da nämlich. Okay, kein Secret. Da vielleicht? Bye, Techno-Freak. So. Ich muss den Alarm erst einschalten. Nee. Ich lauf mal da hoch. Beim Bohrer ist tatsächlich eine Rakete, aber kein Secret. Aber danke trotzdem. Also Raketen sind ja wohl wertvoll. Wobei die Diegel, interessanterweise. Hä? Ah, stimmt, da. Wobei die Diegel halt interessanterweise stärker ist als die Raketen. Fabian, ich muss gerade mal was loswerden, aber ich habe dich schon vor Jahren allein durch YouTube gefeiert. Und jetzt noch, wo ich Twitch runtergeladen habe. Twitch runtergeladen? Wahrscheinlich. Ach so, als App. Ist es ein richtig schönes Gefühl, so gesehen, direkt mit euch in Verbindung zu stehen. Ja, das ist wirklich, das ist den Livestreams einmalig. Das hat man bei Live-on-Tape-Aufzeichnungen, was Let's Plays zum Beispiel sind. Es ist live, aber halt aufgezeichnet und mit riesigem Delay. Einfach überhaupt nicht. Oder doch schon, aber nicht so krass. Dieses Gefühl der Dynamik, dass da halt wirklich Leute sitzen und live miterleben, was man selbst spielt. Das ist cool. Sehr, sehr cool einfach. Ich meine, ich sag's euch mal, so eine Aufnahmesession von mir, wenn ich mich da anstrenge und reinhänge, das dauert eine Stunde. Dann habe ich genug. Und hier im Stream sind wir jetzt schon wieder bei 4. Ich habe Angst, dass ich ein Secret übersehen habe. Denk mal, das habe ich nicht. Muss ich jetzt erst zum Ticketautomaten oder erst zu dem Riesenrätsel? Dem Eskalationsraum. Ja, dieses Gefühl, dass Leute da sitzen, die dich besoffen zocken sehen wollen. Yay. Yeah.
Rolltreppe hoch, rechte runter. Also erstmal nicht Eskalationsraum. Das letzte Secret darfst du den Wächter nicht töten, der öffnet eine Tür. Der Wächter, ist das irgendein besonderes Wesen oder ist das einfach so ein Prügelknabe? Entschuldigung, dass ich so nachhake und so. Ich könnte alternativ halt in den Walkthrough schauen, aber da frage ich lieber direkt in den Chat, dann müssen wir das, den Spielfluss nicht so unterbrechen. ICE genauso lang wie Auto. Wenn es eine gute Autobahnverbindung gibt, dann ist das meistens so. Ich weiß gar nicht, wie schnell so ein ICE fährt. Also es ist ja auf jeder Strecke natürlich unterschiedlich, die Durchschnittsgeschwindigkeit. Ein Typ, genau, so hießen die. Oh, von Kapi Piu Piu. Einfach nur danke, dass du da bist und für alles, was du tust. Ich tue es sehr gern. Ich mache nichts lieber. Es ist wirklich so. Hier war doch was, ne? Vor allem war hier ein Hund. Ich habe das Ticket schon gelöst. Ach so, du meinst der, wo es dann reinkommt, das Ticket. Ja, das. Da weiß ich, wo der ist. Den erreichen wir nämlich hierüber. Petruschka hat eben noch geschrieben, er würde vorher noch was holen. Den Hammer. Dummheit? Was auch immer ich damit jetzt erreichen wollte. Ich wurde noch nicht von einem Zug angefahren, das stimmt. Okay, dankeschön, Feloschka. Ja, Feloschka, dankeschön, habe ich gelesen. Den Read LOL. Nein. Okay, ich brauche wohl Stern und Hammer vorher. Alles klar, jetzt habe ich die zweite Confirmation. Hi, Demon Red Hood. Nee, du bist nicht neu. Entschuldigung, ich habe nur den Namen gelesen, der lang ein bisschen nicht mehr da stand und dachte, es wäre jemand neu. Zweimal begrüßen kann man die Leute aber auch. Finde ich jetzt. Das ist meine persönliche Meinung. Save Lara Korn. So, ich muss also nochmal den fucking Zug überleben, sagt ihr. Bitte nicht sterben. Sehe es aber auch nicht ein, nochmal zu speichern, ne? Die erste Tür schließt sich gleich. Nee, das wäre mein Tod. Okay. Ja.
Drama Music. Mata ist noch da. Mata sitzt direkt hinter mir. Und nein, das macht mir keine Angst. Okay, jetzt müssen wir das Labyrinth schaffen. Ich hasse dieses Labyrinth leider. Ich kenne mich da echt nicht aus. Irgendwas? Nope. Die süße kleine Matte, yay. Also. Komm schon. Ach, Spiel, warum bist du so ein Lausebub? Theoretisch kann ich doch jetzt das hier. Dann geht zwar direkt hinter mir die Tür zu, aber diese hier dürfte noch offen. Oh, doch nicht. Okay, dann war das wahrscheinlich falsch. So. Oh, bitte, bitte. Das neu oder hatten wir das schon? Das hatten wir schon. Ich werde noch bekloppt. Marco ist heute irgendwie besser drauf. Woran liegt das? Nur nun. Nun. Na, bitte seid auf, seid auf. Irgendwas ist doch offen jetzt. Komm schon. Komm schon. Ja, wir sind durch. Eigentlich würde ich gern speichern, damit wir das Fuck-Labyrinth nicht nochmal machen müssen. Ich riskier's mal. Ich ignoriere niemanden mit Absicht. Ich will halt nur jetzt gerade nicht sterben. Und beim Labyrinth habe ich versucht zu verstehen, was ich machen muss. Aber keine Sorge, es gibt im... Was war das? Das ist jetzt mega witzig. Wir laufen über diese Platten. Unter einer der Platten. Ist was, das wir brauchen. Leute, ist das mit dem Wächter hier in dem Raum? Ich habe leider gar keine Ahnung mehr, wie Aldwych endet. Da sind auch Stachel. Da sind keine Stacheln. Dann ist das die Bruchplatte. Da ist auch der Vorhang. Toll, und jetzt? Was hat mir das gebracht? Ach, in den Vorhang rein. Okay.
Oh, Matt hat gerade gesagt, ich bin so süß mit meiner Mütze. Yay! Wächter kommen nach dem Ticketraum. Okay. Ich habe den komischen Stern. Hier gibt's nochmal die Uzis, BTW. Ja, und da wir die Uzis schon haben, kriegen wir nur Uzi-Clips. So. Hab Angst. Ich muss was einsetzen wohl. Die Salomon-Schlüssel, ne? Ich hab zwei. Nein.